Ich habe mal ich habe mal einen neuen Charakter angefangen gehabt und dabei habe ich festgestellt, dass mir die allererste Instanz hier noch fehlt. Zumindest als Video, ob ich es als im Spiel gemacht habe, das weiß ich nicht. Eigentlich schon, weil ich hatte, es geht ja da ja noch. Aber als Video finde ich das nicht. Deswegen werde ich das jetzt hier nachholen und schnell mal die erste Instanz zeigen, die es hier gibt. Habe ich mir eine Tagesquest angenommen jetzt, damit ich wenigstens noch ein bisschen was rauskriege am Ende. So, was ich daran erinnern konnte ich mich an die Instanz gar nicht. Aber ich muss es gemacht haben, wie gesagt, weil es geht ja der Reihe nach und warum sollte ich die weglassen? Müsste ich ja noch eine Quest offen haben, die ich nicht habe. Wo ich die jetzt mit dem neuen Charakter gemacht habe, muss ich feststellen hier, also erstmal ging es leichter als mit dem Timer. Das Glas habe ich als Magier genommen. Das ist eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Instanz, wäre auch für das dementsprechende Level da. Aussehen her auch wieder ganz normal so ein Schlauch wie alle anderen Instanzen auch, aber jetzt von den Gegnern her und so ein Zeug doch gar nicht mehr so übel. Was soll ich jetzt hier in meinem Level da noch da drüber her, aber naja, es fehlt halt in meinen Aufzeigen, dass die Instanz auch noch gibt hier. Ich habe einen Erfolg bekommen. Das zeigt mir fast schon, wie als hätte ich doch die Instanz vergessen. Weil wie gesagt, ich habe keine Erinnerung daran, ob ich hier drin gewesen bin oder nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die weggelassen habe. Aus welchem Grund auch immer sollte man das so tun. Man wird ja von einer Quest zur nächsten hier geschickt hier und das Gebiet ist erst abgeschlossen, wenn man die Instanz im Gebiet habe ich schon. Sehr merkwürdig. Na, ich weiß nie herausfinden, ob ich da wirklich schon gemacht habe oder nicht. Wie gesagt, das Video hat es noch nicht, also wird es mit aufgenommen. Sind ja schon am Ende hier. So, auf jeden Fall gab es eine Belohnung. So, jetzt gibt es auch diesen komischen Kristall hier. Da kommt so eine Beschwörungsform heraus, wo ich auch schon nicht wusste, was das ist. Die muss man hier benutzen, ne? Und dann wird dann noch ein Extra-Boss gerufen. In der Instanz. Wenn man die Instanz verlässt, verschwindet die Formel. Und was ist das jetzt? Habe ich das jetzt bekommen? Das Alpaka. Also wie gesagt, der Kristall erscheint in der Instanz, also wenn man die Mehrspielerinstanz nimmt. Und dann muss man die Formel benutzen in der Instanz. Und da kommt eben halt der Boss noch hier und dann kommt man eine extra Belohnung. Alpaka König Medaille habe ich jetzt bekommen. Also von dem Alpaka, was rumgerannt ist wahrscheinlich. Kann man sonst nicht machen, wie es aussieht. Einfach nur
mit der, ja. Tja, na dann, aber wie gesagt, es kommt in jeder Instanz kommt dann halt dieser rote Kristall am Ende und die extra Belohnung noch von Alpaka König. Ich habe mal hier einen Haufen Geld ausgegeben für solche Edenkristalle hier und habe mal ein bisschen was gebastelt. Das verstehe ich, dass du erstmal, wenn du so einen Edenkristall hast, dann läuft hier so ein Pfeil lang und bleibt halt dort stehen, auf das zum Beispiel hier, was man bekommen könnte. Dann kann man sich raussuchen, will man das nehmen oder will man es nicht nehmen. Dann drückt man nochmal auf Umwandeln, dann geht die nächste Reihe los und so weiter bis oben hin oder bis es hier auf den blauen oder den gelben Edenkristall stehen bleibt. Hat man 10 solcher blauen oder gelben Edenkristallen, fängt die Zählerei weiter oben an, wo es die angeblich besseren Sachen gibt. Aber natürlich ist die Chance höher, dass man hier wieder bloß auf einen Edenkristall kommt. Also ich habe das glaube ich zwei oder dreimal gemacht hier, Haufen Geld dafür ausgegeben und es kommt nur Mist raus. Man sieht hier nur die Edenkristalle rausgekommen und das, wo es mal stehen geblieben war, war nicht gescheit. Na, man könnte das halt hier angucken. Wahrscheinlich in der Instanz nicht. Doch hier zum Beispiel so ein UFO da, das mehr oder weniger Ampere verbraucht. Dann hier oben so eine Reitkutsche hier mit so einem lustigen Küken dran. Ja, und diverses anderes Pulverzeugs und Skins und was da gar was. Hier so ein Mecha-Reittier. Zum Beispiel auch wirklich was Brauchbares nicht. Ich wollte es noch halt ausprobieren. Hubschrauber gibt es auch einen. Man, die gibt es ja billig im AHA zu kaufen. Also Dinge, die die Welt nicht braucht. Wenn gut hier der Kampfläufer da hat eine Beschleunigung von 40%, mindestens schon besser als das Alpaka, was ich jetzt habe, das plus 15% ist und das Ei hat sogar 80%. Also sieht man, wenn man doch mal Glück hat, würde dann da was Gescheites drauf. So, jetzt gucken wir mal, was da Alpaka Metall-Dings überhaupt ist. Kann man nicht benutzen, wahrscheinlich irgendwas zum Herstellen, keine Ahnung. Weiß ich nicht. So was Ähnliches habe ich auch. Ich habe uns so einen Trial gemacht mit einer großen Gruppe zusammen und habe dann das Ballon gekriegt. Also das habe ich schon herausgefunden, wozu das gut ist. Keine Ahnung. Warte, ich aber auch noch rausfinden. So, das war's dann mit der Mini-Instanz, die am Anfang ich verpasst habe aufzunehmen. Und morgen muss man sehen, ob ich dann diese normale Instanzen mache. Weil man muss immer erst, wenn man die Quests haben will, erst die ganze Gebiet frei kloppen dort und hier und die ganzen anderen Quests fertig machen. Und das dauert mir meistens zu lange und ist immer zu eintönig. Da warte ich mal, wenn ich jetzt eher erstmal Level höher bin, für andere Sachen suchen vielleicht, muss ja. Und immer noch denke ich dran, meine Gilde zu suchen. Was wir hier haben, also ich habe jetzt schon mehrere Whispers bekommen gehabt von Undefeated und die Angel Eyes, die haben beide eine Stadt, gleiches Level, ungefähr gleiche Member. Vielleicht werde ich mal einen von den beiden mich in den nächsten Tag anschließen, damit ich dann, wenn ich mal Trials oder größere Instanzen mache, auch ein paar Leute mit dabei habe. Werden wir sehen. Gut. Städte zum Beispiel hier, kann man hier angucken, von den Leuten hier, Angel Eyes und Undefeated. Kann man jetzt von hier aus nicht machen, gut. Aber da war ich schon drin, das ist so eine kleine Zone hier mit mehreren Läden und so ein Zeugs, wo man dann eben halt sich Buffs kaufen kann oder was herstellen kann oder ins Haus gehen kann und so ein Zeug. Das wäre dann natürlich als Mitglied. Dann macht man auch Gildenquest, gab es auch. Also, ich denke, es lohnt sich schon hier eine Gilde zu suchen. Muss natürlich eine aktive Gilde sein, weil es nützt mir nicht, wenn bis 10 Mann sind, wovon 9 gerade auf Arbeit sind oder nachts schlafen. Also, deswegen eine große Gilde. Muss ich mal sehen. Ich werde euch hier informieren, auch wenn es mir fast nie einer anguckt, meine Videos. Aber inzwischen habe ich mich dran gewöhnt.
So, na gut, das war's.